Hallo, Falk. Hallo, Simon. Eine neue Aufnahmesession ist gestartet. Das heißt, liebe Zuhörer, wir haben wieder alles vergessen. Aber mal sehen. Wir haben uns Notizen gemacht. Und können sie aber nicht entziffern, weil du sehr kryptisch geschrieben hast. Genau, aber wir haben es ungefähr hergeleitet im Vorgespräch. Wir hatten das letzte Mal im Forum, wollten wir im VIP-Bereich gucken, ob wir dort unser Foto schon mal hochgeladen hatten, weil der Sam hat ja gesagt, er hat das irgendwann mal im Forum hochgeladen und woanders haben wir es noch nicht gefunden. Genau. Und dann genau, wir sind ins Forum gekommen irgendwie. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie. Und wir sind auch in den zweiten Account von unserem Lovebirds-Account gekommen. Also fast. Also ja, von dem Lovebirds-Service. Ich hatte mich schon mal eingeloggt testweise, Falk hat es noch nicht eingegeben. So. Nein, das meine ich nicht. In den zweiten Account sind wir ja schon letzte Woche reingekommen. Also. Ich kann mich nicht mehr an das Passwort erinnern, aber wir haben ja irgendwo gelesen, dass wir, also der, dem das Telefon eigentlich gehört, ein Zahlenfanate ist und dass es wahrscheinlich irgendein Datum oder sonst was ist. Und tatsächlich haben wir irgendwas rausgefunden, irgendwie 31.01. oder sowas ist sein Geburtstag. Unser Geburtstag, ja. Genau, und irgendwie, also scheinbar sind wir irgendwie letztes Mal an Something Else, das ist ja sein zweiter Account in Lovebirds, reingekommen. Und wir sind eben offensichtlich auch in das BU-Forum reingekommen. Ja. Wo wir bisher noch nicht drin sind, ist im Forum BU gibt es einen VIP-Bereich. Ja. Da haben wir letztes Mal, ich glaube, zweimal vergeblich versucht, uns einzuloggen. Jetzt ist bloß noch ein Versuch übrig. Und wir müssen noch in den Something, also in den ersten Account in Lovebirds rein. Genau. Und ich glaube, in der letzten Woche, in der letzten Folge haben wir damit geschlossen. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben oder ob wir das nach der Aufnahme so feststellten, dass ja der Account in dem Forum Something heißt. Mhm. Und der eine Account in Lovebirds auch Something und dass ja wahrscheinlich der Account das gleiche Passwort hat, wenn er auch gleich heißt. Ja, das können wir gleich testen. Und das hast du ja ausprobiert schon, nachdem wir aufgehört haben aufzunehmen. Ich habe es allerdings noch nicht gemacht. Das heißt, ich mache es jetzt mal und das war unser 0131 für den 31.01. Das ist sein Geburtstag, ne? Ja. Und damit, ja. Wo bist kommen du jetzt wir in Lovebirds. Okay, Lovebirds, sehr gut. So, also Lovebirds. Genau, im Englischen, glaube ich, sag mal, sprich mal das OA aus, genau. Und das ist jetzt der Account, in dem er sich als Junge ausgibt, richtig? Genau, genau. Weil, wie war das? Ich muss nochmal kurz Revue passieren lassen. Genau, Sam ist biologisch ein Mann, aber verkleidet sich zum Beispiel gerne als Frau, also geht in Richtung Trans-Richtung, ne? So habe ich es verstanden. Und verkleidet sich zum Beispiel gerne als Frau, wenn er zum Spieletreff geht. Und dort kennen ihn die Leute als Samantha? Ich weiß ehrlich gesagt nicht irgendwie mehr. So sowas die Richtung. Wir können bei Lovebirds, das ist die, also für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir hier reden, wir spielen Normal Lust Phone und wir haben dort quasi ein Telefon gefunden und investigieren durch die Nachrichten und Bilder und alles Mögliche, um herauszufinden, was hier passiert ist und ja, wer der junge Herr oder die junge Dame ist, dem das gehört. Ja, eigentlich wissen wir ja gar nicht, warum wir das machen, ne? Also ich meine, wir wissen, wem es gehört. Wir forsten uns halt gerade durch alles, was auf diesem Telefon halt ist, ne? Na doch, also, es gibt einen Hinweis und zwar die erste Nachricht, die wir gelesen hatten, war von dem besorgten Papa, der gesagt hat, hey, wo bist denn du? Das heißt, wir könnten unsere Motivation dadurch erklären, dass wir sagen, hey, wir wollen rausfinden, was mit dem oder der passiert ist und ob wir vielleicht helfen können, ja, ich meine. Das stimmt, ja. Genau. So, so wir ganz, können, ja? Ja, mal die Beschreibung lesen hier. Ich wollte gerade sagen, genau, also die Beschreibung des Something Else Accounts in Lovebirds von letzter Woche steht, ich bin 18 Jahre alt, weiblich, nett und habe blaue Augen, mag Brettspiele, Jazz, gute Filme und so weiter. Und jetzt mal in Something, da kannst du vorlesen, was da steht. Ich bin 18 Jahre alt, männlich, nett und habe blaue Augen. Nee, was? Doch, genau, ja. Im Prinzip möchte ich behaupten, es steht das Gleiche drinne. Genau, Brettspiele, gute Filme. Dann, ich komme aus einer
schwierigen, komplizierten Beziehung, was ich hier suche, weiß ich gar nicht so genau, die große Liebe. Vielleicht, ist das alles nicht dasselbe? Nee, lies mal weiter. Ich gucke in der Zeit auf der anderen. Ja. Die große Liebe vielleicht? Ob man sowas im Internet finden kann? Naja, man weiß ja nie. Was ich auf jeden Fall nicht suche, sind Lügner. Ich mag keine Lügen. Warum lügen Männchen? Gut, ich gebe zu, ich habe auch schon Leute angelogen, auch, wenn auch hauptsächlich meine Mutter. Da habe ich das Gefühl, ich tue das zu ihren eigenen Besten. Wenn sie alles über mich wüsste, ich glaube, das würde sie nicht überleben. Und du? Findest du dich manchmal in Situationen wieder, wo du lügen musst, damit du jemanden nicht wehtust? Fragezeichen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ein anderer Text. Das mit dem Lügen steht nicht drin. Okay. Hier bei Something Else, wo er sich als weiblich ausgibt. Hier steht nur, dass er das Foto später hochlädt. Ich finde das aber gar nicht so schlecht, in seinem Profil so eine, mit so einer Frage zu enden, um Leute zu motivieren und einen zu schreiben. Ja, ist nicht doof, ne? Ist nicht schnell. Ich würde sagen, wir checken erstmal hier unten die Vorschläge aus. Wie bei dem anderen Profil werden hier natürlich Leute vorgeschlagen. In dem Fall sind es Damen. Genau. Das erste ist Hermine. Ist das eine Anspielung auf hier die Harry Potter Frau? Hermine, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht folgen. Sie ist 20, weiblich und als Beschreibung steht bei ihr: Pfefferstreuer sucht Salzfässchen für die Würze des Lebens. Oh Gott. Schön. Da würde ich es direkt nicht hinschreiben bei so Sprüchen. Okay, dann hätten wir Muet Love. Dieser Vogel liebt keine Käfige, sondern die Unermesslichkeit des Himmels. Meine Güte. Eieieiei. Okay, und die letzte? ASLCK, ASLK oder so, weiß ich nicht. Oder heißt es nicht ASIC? Ich weiß nicht. Das musst du mir sagen. Nee, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Sie ist 19 und hat ihr Profil noch nicht vervollständigt. Na gut, dann lassen wir das. Gut, und jetzt können wir mal die Nachrichten checken. Huh? Wieder von unten nach oben, also von alt nach neu. Ja, genau. Gut, die erste also ist das nur erste Willkommen. Ist die, das Willkommen. Von dem Service, den wir hier nutzen. Mhm. Dann eine Nachricht von Edelweiß. Ah ne, ist eine ganze Konversation. Moment. Du liest wieder sie vor, oder wir haben es bisher gemacht, und ich lese Sam vor. Ich weiß nicht mehr, wie wir es bisher gemacht haben. Also ich Edelweiß schreibe, du hast meine Neugier geweckt. Worüber hast du deine Mutter belogen? Ah, süße, super, das funktioniert mit diesen Fragen im Profil. Simon, du bist einfach, ne? Du solltest kein Spielentwickler sein, du bist nee. Psychologe. okay, also Sam schreibt, sagen wir, ich erzähle nicht immer 100% die Wahrheit, wo ich hingehe. Oho, große Geheimnisse. Das muss ja wirklich ein besonderer Ort sein, an dem du dich da herumtreibst, mit deiner Mutter nichts davon wissen darf. Ich komme um vor Neugier. Erzähl mir alles. Was ist dein Geheimnis, Sam Fing? Das verrate ich dir nicht, Smiley. Och, wie gern würde ich bei dir und deiner Mutter mal Mäuschen spielen. Wenn ihr euch miteinander unterhaltet, würde ich mit meinem siebten Sinn bestimmt Indizien für deine Lügen heraushören. Ich bin eine echte Detektivin. Okay, das ist so die letzte Nachricht. Aber schon aus dem vom 17. Januar, ne? Also ich weiß nicht, wo war es? Fresh, ne? Anfang Januar, Anfang Februar sind wir jetzt, ja. Genau. Genau. Dann nächste Nachricht von Gina hier. Das ist schon mal alles unrealistisch, dass hier die ganzen Frauen zuerst schreiben. Das, glaube ich, erlebt man selten in diesen Flirt-Seiten. Bin ich keine Koryphäe, kann ich nicht sagen. Hey, mir gefällt dein Profil, Punkt. Sorry, ich habe deine Nachricht gestern nicht gesehen. Danke. Erzähl mal was von dir. Was liest du im Moment? Nichts. Ich lese nicht gerne, wie es ja auch in meinem Profil steht, was du ja gelesen hast, oder nicht? Ist ganz geil, wie desinteressiert er halt auch ist. Mhm. Also, ich finde, man merkt schon so ein bisschen, wenn man ihn bzw. sie kennt, dass da nicht ganz so viel Interesse an den Frauen besteht, wie man vielleicht denken würde, wenn man sich jetzt an so einem Profil, an so einem Flirt-Dings anmeldet. Das stimmt. Oh, jetzt ist dein Job aber ein bisschen größer. Die letzte Konversation ist mit Susie total. Hä, okay, das verstehe ich nicht. Und da hat Sam, das können wir, glaube ich, schon spoilieren, nicht eine Antwort geschrieben. Nicht einmal, das ist sehr schön. Also sie schreibt, oh mein Gott, wir haben so viel gemeinsam. Ausrufezeichen. Jungs mit blauen Augen, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Dann direkt eine Minute später, ich habe dein Profil gelesen und dachte nur, oh mein Gott. Spiele mag ich nicht, nur habe ich lange nicht mehr gespielt, aber Spiele mag ich auch, nur habe ich lange nicht mehr gespielt, aber früher schon. Hihi.
Dann direkt eine Minute später, ich habe auch schon mal gelogen, aber das war mit meinem Ex und ich wollte ihm nicht wehtun. Aber er merkt auch nicht, wenn man die Wahrheit sagt. Lesen finde ich auch doof, aber Fernsehen, da schaue ich immer Serien und manchmal lese ich auf meinem Tablet im Internet, aber Bücher sind scheiße. Außer einmal, da hatte ich ein Buch über Topmodels, also über das Leben von Topmodels und das war voll gut. Und dann die nächste und letzte Nachricht ist, hallo? Fragezeichen, Fragezeichen. Also diese Nachricht zwischen Lesen finde ich auch doof, aber Fernsehen bis über das Leben von Topmodels und das war cool, voll gut, ja, ist kein Satzzeichen. Ja. In dieser ganzen Nachricht ist kein Satzzeichen. Eigentlich stelle ich fest, dass in keiner dieser Nachrichten irgendein Satzzeichen ist. Ja, schön. Das ist halt modern. Ach so, schön. Dann okay. Okay, also wir merken, da ist nicht ganz so viel Interesse. Und diesen Account hätten wir uns jetzt auch irgendwie sparen können. Naja, aber wir haben jetzt schon mehr gelernt auch über Sam. Ja, gut. So. Alles klar. So, und jetzt hatten wir uns in den Notizen noch aufgeschrieben, dass wir für den letzten Versuch, in den VIP-Bereich des Forums zu kommen, nochmal das 0131 genau ausprobieren wollen, ne? Also dasselbe Passwort, mit dem wir den zweiten Account von... Was machen wir, wenn wir da nicht reinkommen, wenn das nicht geht? Ja, müssen wir sehen. Okay. Account gesperrt. Bei mir kommt jetzt. Cool, dann kann ich das also. Nee, also, dann, aber es gibt jetzt eine Sicherheitsfrage. Ja. Also soll ich es auch machen? Also vielleicht machen, haben sie das absichtlich gemacht. Ich lese vor. Also, ich habe es ja versucht und meinen dritten Versuch verbummelt. Und jetzt steht Account gesperrt. Bitte beantworte die Sicherheitsfrage, um ein neues Passwort zugeschickt zu bekommen. Und sehr jetzt, gut. Wie lautet das Geburtsjahr deines Vaters? Er hat 2000. Warte, müssen wir in den Kalender gucken? Das Geburtsjahr des Vaters. Ja, ne? Ja, schon klar. Aber du weißt ja, wenn man ein Geburtsjahr feiert, muss man ja nur das Jahr. Okay, warte. Minus das Alter. Geburtstag Papa, ich hab's. 2015. Okay, war das also noch im Dezember, ja? Ja, also Dezember 2015. Das heißt, der hat welchen? Was war für eine Zahl auf dem Foto? Oh ja, das müssen wir. Ja, stimmt, da gibt's ja das Foto, genau. Also, es warte, erstmal 2015 hat er Geburtstag gehabt am 54. Oh. Viel zu schnell. Was steht auf dem Foto oder was? Ja. 54. Mhm. Ich finde das, 54 oder 45? 54. Okay. Damit sind wir bei 1961. Okay, 1961. Na, mal sehen, ob das funktioniert. Ja, warte mal. 2015 wurde er 54? Ja. Ja, okay, dann ist er 61 geboren. Ja, ist klar. Okay. Na dann, mal sehen. 1961. Ja, also, oh ja, wir haben, ja, es hat funktioniert, genau. Wir haben eine neue E-Mail erhalten. Mal gucken. Okay. Ah ja, okay, und das neue Passwort lautet 817242. Was, echt? Du hast ein anderes? Echt? Deins ist anders? Ja, geil. Das ist echt gut. Das ist ja lustig. Okay, dann mal sehen. Wo ist denn das Forum nochmal hier? Forum. Wir gehen jetzt nämlich in den Browser auf dem Dingsi-Bumsi. So, und jetzt kommt das Passwort. 817. Cool, ich bin drin. Geil. Bei mir war es übrigens 363325. Also sowas mag ich in Spielen. Cool. Es ist sehr subtil und auch nicht kompliziert, aber ich finde es sehr, sehr schön. Ja, super. Okay, cool. Wir haben tatsächlich jetzt ein paar Fotos hier. Okay, mal sehen. Ja, ich habe schon 2, 3, 4, 5. Okay, Samthing postet hier einige, aber ich glaube nicht jedes genau ist er. Also, was wir hier sehen, ist gar nicht mal so ein Forum-Bereich, sondern eigentlich nur ein Thread in einem Forum, wo jeder Post von einer Person ist, die sich zum Beispiel vorstellt. Da haben wir zum Beispiel Tessie ist da und sie schreibt, huhu, ich bin Barbara aus Kovonia. Oder danach kommt dann, ich bin Harry aus Melrin. Und also es geht jetzt so weiter, ne? Irgendwie der Victor, Clotilde, genau. Hedy. Die unterreichen sich, ob sie zur Trans Pride kommen. Am 19. Dezember ist die Trans Pride. Oh, warte mal, 19. Dezember. Gucken, ob da irgendwas ist. Das war das, Buchmesse. Mhm. Ah, nun wissen wir, was die Buchmesse war. Die Trans Pride. Nice, Trans Pride Buchmesse. Okay, das haben wir ja echt lange. Okay, also einer fragt, Tessie Star, okay, also ohne lange Vorreden, wer kommt am 19. Dezember zur Trans Pride?
Klo, also dann antwortet jemand, ich kann es außerdem kaum erwarten, ich war seit 2013 nicht mehr da. Der nächste sagt, Klo, kommt. Also das war die Person davor. Yeah, also C-L-O, ne? Klo. Genau. Dann schreibt noch jemand, ich bin auch dabei. Noch jemand sagt, ich komme auch, denke ich. Und ich werde vermutlich Something mitbringen. Aha, also H says so, sagt, ich komme auch, denke ich. Werde vermutlich Something mitbringen. Sie kommt aus Melren. Da haben wir uns im LGBT-Zentrum kennengelernt. Sie ist total nett. Wäre cool, wenn wir ihr eine Einladung zu VIP-Bereich schicken könnten? Fragezeichen. Dann schreibt Tessie Star, ich würde Leute gern persönlich kennenlernen, bevor wir sie einladen. Ja gut, okay, dann stelle ich sie dir vor, wenn sie zur Trans Pride kommt. Dann ist aber schon, und einen Tag nach der Trans Pride, neun Tage später, nach dem letzten Post hier, schreibt Something zum ersten Mal. Hallo zusammen. Also erstmal Doppelpunkt. Danke für die Einladung. Ich fühle mich total geehrt, ein VIP zu sein. Ich bin die Samira, das war ihr Name, die ihr am Wochenende kennengelernt habt. Auf der Trans Pride habe ich mit meinem Telefon alle möglichen Fotos gemacht. Soll ich sie hier reinstellen? Tessie Star? Auf jeden Fall. Aber okay. Bitte nur die schönen, okay? Das sind jetzt also alle möglichen Leute. Also wir sehen hier lustig bunte Frauen mit teilweise Regenbogenfahnen und bunten Haaren und wie wir nennt hier bei dem nächsten Foto da drunter, wie heißt das, was die unter dem Hals hat? So ein Puschel. Aber da gibt's doch ein. Heißt es nicht toter Fuchs oder so? Nee, aber ich meine so eine lange Puschelwurst. Da gibt's doch einen Namen dafür. Lange Puschelwurst? Bufanda? Nee. Ich bin ungebildet. Na, hier so lange, wie eine Boa, eine Federboa? Warte mal. Das kann Federboa sein. Federboa. Also gibt es auch einen cooleren Namen für, glaube ich. Boa Constrictor. Ja, genau. Eine Federboa, nicht, genau. Ja, nee, Falk, nicht Boa. Also, es ist okay. So, Constrictor, ich weiß nicht. Ach ja. So, hier, wir wissen ja aber, wie Sam aussieht, ne? Das heißt, wir können aus diesen. Ne? Wie? Hat er nicht so ein Muttermal unter dem rechten Auge? Also? Deshalb nehme ich an, ist es das Mädel mit dem Muttermal unter dem rechten Auge. Ich gucke jetzt nochmal kurz in die Fotos rein. Einen Moment mal. Wo ist denn Sammy? Ich kann es nicht sehen, weil bei dem einen Foto, was wir von ihm haben, wo er mit seiner Ehemaligen drauf ist, ist genau da unterm Auge die Überschrift von diesem dummen Bild. Was also die Bildinformationen, das ist ein JPEG und wann das aufgenommen wurde und so. Ja, aber wir haben das Bild, wo er an der Harfe sitzt und da hat er es da. Ah, war der Harfe. Ah, ja, stimmt. Ja, gut. Sehe ich. Okay, gut. Also du hast recht. Er hat eine leicht gebräunte Haut und ein Muttermal unter dem Auge. Das heißt, wir können jetzt aus diesen ganzen Bildern, das sind bestimmt 7 Bilder oder so, können wir rausfinden, welches jetzt eigentlich seins ist. Ich gucke mal kurz die anderen an, ob da noch jemand dabei ist. Nee, da knutschen welche. Okay, alles klar. Gut, okay, ich nehme auch dieses eine Bild mit ihm, Bilder zur Galerie. Ne? Okay, also er hat jetzt, die Menge ist ja egal, also eine Handvoll Fotos gepostet, genau. Unter anderem auch eins von sich selbst. Ich habe mal alle gespeichert und darunter geht aber noch eine kurze Konversation ab. Okay. Also er postet alle Fotos und dann schreibt Something. Juppie, das sind sie. An dieser Stelle danke an Barbara, das Foto von mir hat sie gemacht. Es ist das erste, das ich von mir als Samira habe, also was Besonderes. So, jetzt, wo ihr die Bilder habt, lösche ich sie lieber von meinem Telefon. Am Ende findet meine Mutter sie noch. Sie hat leider die blöde Angewohnheit, in meinen Sachen rumschnüffeln zu wollen. So, jetzt kannst du mal die jeweils andere lesen. Super Fotos. Hey, wegen deiner Mutter, hast du schon mal drüber nachgedacht, einen Geheimrechner zu installieren? Das ist eine App, im Grunde ein ganz normaler Taschenrechner mit allen üblichen Funktionen. Der Taschenrechner. Ein ganz normaler Teil mit allen üblichen Funktionen, wo du aber beim Installieren eine Zahlenkombination festlegen kannst. Wenn du die dann eingibst und ist gleich drückst, öffnet sich ein Ordner, in dem du verstecken kannst, was du willst. Wie cool ist das denn? Nice. Cool. Das mache ich, glaube ich, wirklich mal für iOS. Das klingt nicht schlecht, ne? Gibt's bestimmt schon. Okay, und er schreibt, oh, wie cool, warum erfahre ich erst jetzt davon? Jetzt habe ich die Fotos natürlich schon gelöscht. Zack, falscher Taschenrechner installiert, da kommen ab jetzt alle sensiblen Dokumente rein. Aha. So, dann sagt Clotilde, die den Tipp gegeben hat, Clotilde steht zu Diensten. Ich hoffe, du hast ein streng geheimes Passwort. Oh, jetzt kommt der Tipp wahrscheinlich. Allerdings, und noch dazu eins, was ich nicht vergessen werde. Es hat was mit euch allen zu tun. Alles klar? Ist Datum der Transpride vielleicht? Wahrscheinlich.
Was ein Depp. Oh Mann. Also Sicherheitsberater wird er bestimmt nicht. Nee. Okay, dann sagt Hedy Boss sitzen. Wui, das das Foto von mir ist voll schön geworden. Ich will es gerne für eine Dating-Website benutzen. Bisher habe ich nur ein ziemlich hässliches Bild. Wie kann ich das Foto herunterladen? Ja, draufklicken, so wie wir eben. Ah, ja, ja, das Foto ist echt hübsch. Achso, jetzt Tessie Star. Das Foto ist echt hübsch, Hedy. Stimme ich dir zu. Zum Runterladen musst du einfach nur draufklicken. Genau, jetzt haben wir. Sehr gut, okay. Cool, okay, super, 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 super. So, dann gehen wir mal in den Fake-Taschenrechner rein, ja, und geil. Sagen 1901. Das wird es aber bestimmt nicht sein. Gleichzeitig, nee, geht nicht. Ja. Also 01, ups, Moment. 01. 0. Nee, 0 geht gar nicht als erstes einzugeben. Ach, 0, dann 119 oder so? Nee, auch nicht. Und ist gleich, ne? Nee, nochmal, warte, ich gucke jetzt nochmal in den Kalender. Vielleicht ist da ja noch was versteckt in den Bildern. Müssen wir mal gucken. Also, ich gucke jetzt erstmal in den Kalender. Wo ist er nochmal? Hier. So, oder vielleicht Bindestrich? Das, die Buchmesse war am 19. Hä, hey, aber wieso denn 0? Das ist doch am Dezember. Das ist doch der 19. Ach so, Dezember. Echt? Also 19.12 oder 12.19? Okay, 12.19 ist es nicht. Also 1912 ist gleich? Nee, auch nicht. Muss man also noch was Jahr tun? Noch dazu, oder? 2015. Also 1912. Nee. Okay, vielleicht 12.19.2015. Auch nicht. Okay, er ist doch Sicherheitsberater. Na, 2015. Okay, ich gucke nochmal. 12.19. Auch nicht. Dann ist es 2.15.19.12. Auch nicht. Ich gucke gerade noch mal ins Forum, ob da vielleicht bei einem dieser Fotos im Hintergrund irgendwelche Zahlen sind oder so. Nee. Oder ist es der 20., weil er da hier in das Forum eingeladen wurde? 20.12.15. Mache ich jetzt mal. Kannst du mal versuchen. 20.12.15. Nee. Oder einfach nur 20. 12. Auch nicht. Och Mann, Sammy. 12.20. Auch nicht. Wie wäre es denn mit hier, man kann doch auf so einen Taschenrechner Liebe eingeben. Ne? Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ich gebe es mal Liebe ein. Nee, es geht aber nicht. Also wenn man den Taschenrechner umdrehen würde, würde dann Liebe dastehen, wenn man die Zahlen eingibt. Aber es ist ja erstmal nicht. Aber wie hat er das geschrieben? Mensch, Sammy, jetzt lass es hier nicht hängen. Was ich nicht vergessen werde, es hat mit euch allen zu tun. Mit euch allen, ja. Ja, das war doch die Buchmesse. Ich gucke nochmal aufs Datum genau. Der hat ja noch andere. 1912. Ich hab immer 2015 geschrieben, ne? Vielleicht ist es einfach 1912-15. 1912-15. Nee. 15-12-19. Nee. 15-19-12? Nee. Alter. Er wird doch Berater, ja. Okay, also er ist doch nicht, ja. Also, was wir noch nicht gemacht haben, sind die ganzen Sachen im Forum an sich zu lesen. Wir haben ja nur so durchgescoutet. Echt? Ich dachte, wir hätten schon alles. Nee, also zum Beispiel in der Vorstellungsrunde gibt es riesige Textblöcke, wo Sam zum Beispiel beschreibt, ja, also, dass er halt mit seiner Trans-Persönlichkeit nicht so rauskommen kann, weil sie so konservativ sind. Und dann erzählt er hier auch so ein bisschen, dass er sich mit Mädchen immer besser versteht und dass er Jungsaktivitäten nicht so mag und bla bla bla. Okay. Ja. Und dann antworten Leute halt drauf. Ich sehe da jetzt aber so beim Überfliegen keine Hinweise, sowas wie, hey, ihr alle an dem Tag und so, und das benutzt jetzt als Passwort oder so. Oder, ja, ich gucke noch mal ganz kurz in die E-Mails rein. Mhm. Und zwar die Anmeldung im BU-Forum war am 2.9. Mhm. 2015. Okay. Also 2.9.15. Nee, auch nicht. Es ist halt doof, du kannst halt nicht 0.01 eintippen. Das ist halt doof. 15.2.9? Nee. 15.9.2? Nee. Okay. Beicht.
Ja, ganz, naja. Okay, aber dann da gucken wir doch mal den Rest des Forums an. Vielleicht finden wir da was raus. Da gibt es dann noch eine Menge Informationen. E-Mails gibt es jetzt ja anscheinend auf jeden Fall nicht. Genau. Gibt es vielleicht okay, das? Okay, ich bin jetzt Netiquette. Müssen wir das lesen? Nee, oder? Browser. Netiquette. Ja, nee, pf, bla bla bla. Irgendwelche Regeln. Also Vorstellungsrunde. So. Oder warte mal. Ja. Bevor wir das machen. Ja. Es gibt hier einen Thread, der heißt Coming Out. Oh, mal sehen, ob er da was geschrieben hat. Hat er. Und zwar am 10.11.2015. Probiere ich. Ja. 10.11.2015, ja. 10, 11, 2, 15. Nee. Ja, aber 10, okay, lass uns mal einfach mal die Sachen lesen. Das ist auch jetzt blöd zum Zuhören, wenn wir hier nur rumscrollen und nichts. Na gut. So, also Vorstellungsrunde. Wir fangen an mit Vorstellungsrunde in dem Thread. Tessie Star sagt, willkommen bei uns in der Vorstellungsrunde. Erzählt ein bisschen was über euch. Kleine Erinnerung, bitte anonym bleiben. Keine Fotos, keine Adressen und keine sonstigen Infos. Anhand derer ihr einfach zu finden werdet. Dafür ist der VIP-Bereich da. Okay. So, Tessie Star fängt an. Ich bin Tessie Star, bin 22 und bin eine Transfrau und ich nehme seit 3 Jahren Hormone. Für mich war immer klar, dass ich eine Frau bin. Schon als kleines Kind wollte ich nur mit Puppen spielen und die Schminke von meiner Mama klauen. Sie fand das immer ganz lustig. Ich habe noch 3 ältere Brüder und ich glaube, meine Mutter fand es zur Abwechslung mal ganz nett, dass sich einer ihrer Söhne für die gleichen Dinge interessiert wie sie. Ich hatte das Glück, in einer super offenen Stadt aufzuwachsen. Noch dazu habe ich eine Tante, die trans ist und ihr Coming-out lange vor mir gemacht hat. Sie wurde in der Familie immer akzeptiert, wie sie ist. Wenn man sich allerdings im Internet umschaut, merkt man schnell, dass es nicht für alle so leicht ist, ihre Trans-Identität auszuleben. Beim Anblick mancher Statistiken wird mir ganz anders. Transgender versuchen zum Beispiel viel häufiger, sich das Leben zu nehmen. Das war für mich der Anlass, dieses Forum ins Leben zu rufen. Ich dachte mir, vielleicht gibt es junge Leute, die Unterstützung brauchen oder einfach einen Ort, an dem sie reden können, die sich aber nicht unbedingt trauen, in ein LGBT-Zentrum zu gehen oder die es vorziehen, im Internet anonym zu bleiben. So, jetzt kommt Sam und stellt sich vor. Hallo, ich bin Sam Thing, 17 Jahre alt und ich weiß nicht so genau, was ich bin, außer verwirrt. Das bin ich ganz sicher, genau. In meiner Stadt sind die Leute ziemlich traditionell, engstirnig, konservativ. Daran liegt es vielleicht auch, dass ich dort nie jemanden begegnet bin, der offen homosexuell ist. Von trans ganz zu schweigen. Das Wort trans kenne ich überhaupt erst seit kurzer Zeit aus dem Internet. Ich habe mich immer für einen Jungen / einen Mann gehalten, obwohl ich in Anführungszeichen typisch männliche Aktivitäten hasse. Mein Cousin macht sich zum Beispiel immer darüber lustig, dass ich den Sportergebnissen nicht folge. Wahrscheinlich verstehe ich mich deshalb mit Mädchen besser, schon immer. Mädchen behandeln mich oft wie ihre beste Freundin, der sie alles anvertrauen und das liebe ich, total. Mein Cousin lacht mich außerdem aus, weil ich Punkt Harfe spiele. Ja, das habt ihr richtig gelesen, ich bin ein Kerl und ich spiele Harfe. Einfach, weil ich das Instrument liebe, schon seit ich klein war. Natürlich bin ich an meiner Musikschule der einzige Junge, der Harfe spielt. Ja, Harfe klingt übrigens für mich wie Klavier. Ich habe nämlich mal neben einer Harfistin gewohnt und habe mich immer gewundert, wer da Klavier spielt. Und irgendwann habe ich festgestellt, ah nee, warte mal, ist eine Harfe. Ja. Übrigens, Falk, ich muss dich jetzt mal fragen, du weißt so Sachen, ja? Ja, okay. Also in dem Satz, Mädchen behandeln mich oft wie ihre beste Freundin, Komma, der sie alles anvertrauen, Komma, und hier kommt jetzt meine Frage, ja, also anvertrauen, Komma, und das liebe ich total. Ist es korrekt, dass da ein Komma ist? Weil ich habe mir irgendwie, seit meiner Grundschule bilde ich mir immer ein, vor einem und kommt kein Komma. Das Witzige ist, das habe ich auch im Kopf. Und ich meine auch zu behaupten, dass mir uns, weiß ich nicht, das so mal beigebracht wurde. Aber ich glaube, das ist nicht so. Entweder wurde es hinfällig mit irgendeiner dieser Reformen aus den, wann waren die letzten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre? Keine Ahnung, um die 2000er rum. Oder auch schon davor und es wurde uns einfach dumm beigebracht. Ich weiß es nicht. Okay, aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so. Liebe Zuhörer, wenn ihr das wisst, ich meine, ne, textlastig, ich glaube, wer uns zuhört, hat eine Affinität für Text. Schreibt uns gerne mal die aktuellen Komma-Regeln. Ich bin verwirrt. Übrigens, mir fällt gerade ein, wir wollten noch das Foto schicken. Ach ja, stimmt. Okay, lass uns das direkt mal machen, bevor wir alles weiterlesen. Mhm. Wo machen wir, ach ja, bei Lovebirds machen wir das bei dem Something Else, also genau, wo wir genau, als genau. Trans, genau. Nee, also wir stellen, ja, wir sind dort ganz oft als Mann zu finden, ne?
Genau. Genau. Und wir haben geschrieben mit. Feel free. Nee, ach Quatsch, wir sind doch dort als Frau unterwegs. Stimmt. Wir sind doch als Frau unterwegs. Stimmt. Und haben uns dem Feel free ja geöffnet. Nein, so ein bisschen, ne? Oder doch, warte. Ah doch, nee, wir haben uns da schon ziemlich geöffnet. Genau, wir haben uns ein bisschen geöffnet. Aber Moment. Ich meine. Genau, sie haben sich aber über das Transsein unterhalten und ich glaube, Feel free ist auch trans. Genau. Und ich glaube, so weit waren wir schon. Dann hat er ein Bild geschickt. Genau. Doch, Feli. Und jetzt schicken wir unseres. Genau. Also ich würde sagen, das Foto, ne? Das vom 19.12. Ja, ich fände es schon mal ganz geil, einfach ihm irgendwas zu senden, irgendwelche anderen Fotos, aber naja. Oh, und wir haben sofort eine neue Lovebird-Nachricht bekommen. Geil. Ich mag, der Phil, der antwortet nämlich super schnell. Hey, du bist echt hübsch. Gefällt mir. Alter, so schnell kann er es gar nicht tippen. Ja, das gefällt ist mir. Wurde das Foto zufällig auf der Trans Pride in Covonia aufgenommen? Fragezeichen. Die Stadt erkenne ich auf den ersten Blick. Für LGBT ist Covonia die lebenswerteste Stadt, die mir einfällt. Und jetzt könnt ihr aber nicht antworten. Ich habe eine neue Idee. Was denn? Postleitzahl von Covonia. Das ist nicht schlecht, Falk. Das ist nicht schlecht. Warte mal. Und die steht nämlich in der Wetter-App. Haben wir das nicht letzte? Doch. Wie geil. Covonia. Deiner Town ist auch drin. Covonia, na hier. Na klar. Also 85922. Oh, Falk, du bist genial. Dann noch stimmt's ja nicht. 85922. Bam. Shit, geil. 89522. Dieses Spiel liegt mir zu Füßen. Okay, jetzt kommen wir auf einen neuen Screen. Bei mir geht's nicht. Bei mir schon. Weil mein Spiel ist kaputt. Warte, ich gucke nochmal nach. Oh, Meren, Mann, wo ist denn jetzt Covonia? 85922. Ich habe 89, okay. 85922. Yeah, da ist ein Tagebuch drin. Genau, jetzt kommen wir auf einen neuen Screen, um das mal als eine untypische App. Ich glaube, Mail und Chat kann sich jeder so vorstellen. Im Prinzip steht jetzt, das Ziffernblatt vom Rechner ist weg, vom Taschenrechner. Jetzt steht bloß noch oben Rechner und drunter ist ein kleines Icon von einem Buch mit dem Wort Tagebuch drunter. Das ist ja super. Wie geil ist das denn? Und wir dachten doch so, Taschenrechner voll lame. Ja, genau. Super, hat ja cool funktioniert, was es machen soll, ne? Echt cool. Okay, und jetzt sind hier vertikal ganz schön viele Nachrichten. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Okay, das Älteste ist. Okay, die älteste Nachricht ist oben. Ja, okay. Okay, dann fangen wir mal an, oder? Erst ich, dann du, dann ich und so weiter? Ja, machen wir so. Okay, also. Erste Nachricht ist vom 1.12.2000. Wir haben eine neue E-Mail bekommen. Ich noch nicht. Okay. Ich habe gerade das Pop-up, dass ich eine neue E-Mail bekommen habe. Also, im Spiel hier, ne? Vielleicht hast du wirklich eine E-Mail bekommen. Okay, guck mal später an. Genau. Ah, nee, wenn ich draufklicke, okay, dann gehe ich da hin. Aha. Ja, Lass erstmal Tagebuch lesen. Okay. Oh nein, ich muss es nochmal eintippen. Was war es? 85922. Aha. Ja, okay. Also, erster Eintrag. 1.12.2015. Nachdem das alte gestohlen wurde, habe ich mir also heute endlich ein neues Telefon gekauft. Es funktioniert einwandfrei, aber so ganz gewöhnt habe ich mich noch nicht. Alles, was auf dem alten Telefon war, ist weg und das fühlt sich schon komisch an. Meine Fotos, alle meine Nachrichten. Ich versuche es positiv zu sehen. Man sagt doch, es sei wichtig, das Alte hinter sich zu lassen. Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. So nach dem Motto, schlag ein neues Kapitel auf, nimm dein Leben in die Hand und fang nochmal von vorne an. Morgen ist ein Treffen von einer Art Supportgruppe für junge LGBTs. Vielleicht kann ich mich ja dazu durchringen, dahin zu gehen. Okay, so, dann einen Tag später. Am Anfang ist man immer noch motiviert, Tagebuch zu schreiben, ne? Bis dann die Abstände zwischen den Einträgen immer größer werden. Ich hab's gemacht. Ich war in dem Support-Meeting. Meine Mutter musste ich eine Lüge auftischen, damit sie mich gehen lässt. Ich habe ihr erzählt, ich wäre jetzt in einem Buchclub. Ach, der ganze Buchclub Brettspiele-Club war das ja, wo er immer hingeht. Okay, in einem Buchclub. Sie war so begeistert davon, dass ich direkt einen Kuchen für mich und meine neuen Freunde gebacken hat. Ich merke, es ist ihr echt wichtig, dass ich neue Leute kennenlerne. Wenn sie allerdings wüsste, was für Leute, ich weiß nicht, ob sie da noch Kuchen backen würde. Ah, nee, also okay, also das Thema Buchmesse, ja. Buchclub ist sein Codewort für LGBT. Das ist ja interessant, ja. Community. Okay, nächste Nachricht ist dann von 4 Tage später. Genau.
Im Brettspieltreff war es heute richtig cool. Melissa war hinterher allerdings echt eklig. Sie ist total eifersüchtig auf Alice und lässt es auch raushängen. Es nervt mich, dass sie so klammert. Ich kann ihr aber auch nicht helfen. Ihr Alice einfach vorzustellen, geht nicht. Für Alice bin ich Samira, für Melissa bin ich Samuel. Oh Gott, jetzt mein Gehirn kommt komplett durcheinander. Und werde das auch immer bleiben. Okay. Eines Tages werde ich Melissa die Wahrheit sagen müssen, aber im Augenblick bin ich einfach nicht dazu in der Lage. Wir sind seit 3 Jahren zusammen und ich glaube, für sie ist das hier in Anführungszeichen die Beziehung fürs Leben. Und ich, ja, ich bin in sie verliebt, aber ich weiß nicht, ob sie Samira akzeptieren könnte. Ich schätze, ich habe Glück, dass Melissa keinen Sex vor der Ehe will. Um ehrlich zu sein, dass sie mich nackt sehen könnte, das ist im Augenblick wirklich, wirklich eine schreckliche Vorstellung. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Okay, dann 3 Tage später. In der Supportgruppe habe ich heute den Rat bekommen, dass es mir helfen könnte, mich wenigstens einer Person anzuvertrauen. Thema Coming Out. Puh, ich glaube, am kommenden Sonntag rede ich mit Alice. Sie glaubt sowieso schon, dass ich lesbisch bin, weil ich ihr erzählt habe, dass ich mit Melissa zusammen bin. Bestimmt verkraftet sie es, wenn ich ihr sage, dass ich außerdem als ein Samuel geboren wurde. Ah, okay. Ach, das ist ja interessant. Also das heißt, er geht ja verkleidet als Frau zu dem Spieletreff. Ach, jetzt raff ich's. Okay, diese Alice kennt ihn auch gar nicht als Samuel. Genau, die Alice kennt ihn nicht als Junge. Die Melissa, also ich meine, hat sie ja oben geschrieben, ne? Aber genau. Habe ich schon gar nicht mehr gerafft, wer da schon wieder wäre. Also okay, diese Alice ist die vom Buchclub. Die ist die beste und Freundin, genau, die beste Freundin. Aber die beste Freundin nimmt an, dass sie ein Mädel ist. Ja, okay. So, und was ich jetzt nicht ganz verstanden hatte, ich dachte nämlich, diese Melissa, also seine Freundin, wäre auch mit in diesem Brettspieleclub und dachte so, hey, wie könnten die das dann nicht raffen? Also, ja, ich glaube, das war vielleicht auch in meinem Kopf. Ist ja nicht so, die waren nie mit in dem Spieleclub, die Freundin. Okay, so, dann 4 Tage später. 12. Was für ein Scheißtag. Eigentlich wollte ich heute mit Alice reden, mein Coming Out, aber dann kam alles ganz anders. Ich habe ihr nicht nur nichts erzählt, sondern mich im Gegenteil noch weiter in mein Schneckenhaus verkrochen. Zu den Brettspielen kommt auch immer ein Mädchen namens Lola. Oh, das ist die Böse. Ach so, okay. Was für eine blöde Gans. Heute meinte sie, sie müsse, in Anführungszeichen, was Privates mit mir besprechen. Es stellte sich raus, dass ihr Freund an dieselbe Schule geht wie ich. Mhm. Sie hat ein Klassenfoto gesehen und mich darauf erkannt, als Samuel. Jetzt wollte sie eine Erklärung. Ich habe also versucht, ihr irgendwas zu erzählen von wegen, ich habe einen Zwillingsbruder, aber das kam wohl ziemlich wirr rüber und ich bin auch total rot angelaufen. Ja, sie meint nur, sag mir die Wahrheit und aber Samira, ich bin doch deine Freundin, du kannst mir alles sagen. Das alles in ihrer piepsigen Zuckermädchenstimme. Zucker? Ja, Zuckermädchenstimme. Nie gehört. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Großer Fehler. Sie hat es komplett in den falschen Hals bekommen. Keine Spur von Verständnis. Ich sei ein Monster, meinte sie. Und ich solle mich im Treffen nie wieder blicken lassen. Ah, okay. Kann ich jetzt bitte sterben? Ja, und das haben wir ja schon mitbekommen, ne? Da hatten wir ja schon ihre Nachrichten gelesen und sowas. Und wussten ja bisher nicht, was da jetzt vorgefallen ist. Okay. Am 18.12., also 2 Tage, 5 Tage später. Morgen ist die Transpride. Ich bin so aufgeregt. Ich kann überhaupt nicht einschlafen. So, 20. also einen Tag nach der Transpride. Die Transpride war einfach nur der Wahnsinn. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich nicht fehl am Platz gefühlt. Keiner hat mich verurteilt. Keiner hat mich schräg angeschaut. Es war einfach nur genial. Und Covonia ist so ziemlich die Stadt meiner Träume. 100-mal lieber würde ich in Covonia wohnen, anstatt in Melren, wo die Leute so verstockt sind wie nirgends sonst. Ich wette, 3/4 der Melrenner wissen nicht mal, was LGBT überhaupt bedeutet. Ja, dann einen Tag später. Mein Vater hat heute Geburtstag. Wir haben in einer kleinen Runde zusammen gefeiert. Nur meine Eltern, Melissa und ich. Es war furchtbar. Gesprächsthema bei Tisch. Homosexuelle Paare sollen keine Kinder adoptieren dürfen. Dass meine Eltern solche Meinung vertreten, überrascht mich ja nicht besonders. Aber dass Melissa dafür ebenfalls die Weltoffenheit fehlt. Mein Vater ist so unglaublich homophob. Wie ich mich wirklich fühle, werde ich ihm nie sagen können. So, dann der 31.12.
Scheiß Abend, ich habe Melissa verlassen. Eigentlich wollten wir uns treffen und zusammen ins neue Jahr feiern. Ich hatte mich auf einen ruhigen Abend eingestellt. Melissa ist heute erst aus dem Urlaub gekommen und ich dachte, sie wäre bestimmt müde vom Flug, aber weit gefehlt. Sie hatte für Silvester, in Anführungszeichen, etwas ganz Besonderes geplant. Sie hat früher immer gesagt, dass sie sich ihr erstes Mal für ihre Hochzeitsnacht aufheben will. Aber dann hat sie mir heute ein Foto von sexy Unterwäsche geschickt und gemeint, die wolle sie heute Abend tragen. Ich glaube, sie hat Alice als Bedrohung wahrgenommen und vielleicht hat sie sich gesagt, wenn sie jetzt mit mir schläft, dann kann sie mich behalten. Aber keine Chance. Irgendwie ist in dem Moment alles über mir zusammengebrochen. Ich konnte sie nicht weiter anlügen, aber die Wahrheit sagen konnte ich ihr auch nicht. Okay, so das war ein Tag vor Silvester oder am Silvesterabend. Und dann eine Woche später, am 6.1., Melissas Mutter hat mich angerufen. Offenbar hat Melissa... Oh, krass. Offenbar hat Melissa an Silvester versucht, sich umzubringen. Wussten wir das schon? Haben wir das schon? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne, das ist mir ist nicht so. Ich kann es noch gar nicht fassen. Das ist meine Schuld. Ich bin solch eine Idiotin. Ich habe versagt. Nach dem Anruf habe ich mich hundsmiserabel gefühlt, dass ich... dass ich Alice angerufen, alles zugegeben und alles erzählt habe. Und sie hat super reagiert. Es hat so gut getan, ihr endlich die Wahrheit zu sagen. Gleichzeitig bin ich echt am Ende wegen Melissa. Wie konnte sie das nur tun? Okay, alles klar. Er hat Alice angerufen und ihr alles gesagt. Genau. Okay, ich dachte schon, er hat... Okay, alles klar. Nee. deshalb brauchte ich jetzt eine Sekunde. Mhm. Okay, nächste Nachricht vom... einen Tag später. Melissa sagt, ich bin Gift. In Anführungszeichen, das Schlimmste, was ihr je passiert ist. Ich habe es nicht verdient, sie zu leben. Also schreibt er jetzt. Ja, ja, ja. Genau. Ach so, stimmt, ja, genau. Also das Zitat war nur, das Schlimmste, was ihr je passiert ist. Genau, genau. Das hat Melissa ihm ja geschrieben, das hatten wir auch gelesen und darunter hat er nochmal für sich selbst kommentiert, ich habe es nicht verdient zu leben. Die nächste Nachricht an paar Tage später. Loudnote hat mich angeschrieben. Sie sind an meiner Musik interessiert. Ich bin überglücklich. Nächste Nachricht. 5 Tage später. Ich habe mich bei einer Datingseite angemeldet. Alice hat mich mehr oder weniger dazu überredet. Sie meint, das würde mich von Melissa ablenken. Ich bin nicht überzeugt. Das Erste, was einem direkt auffällt, als Homosexueller oder Bisexueller hat man dort offenbar nicht viel verloren. Die Seite erlaubt es einem gar nicht erst, Profile von Leuten mit dem gleichen Geschlecht zu durchstöbern. Hä? Ich musste mir 2 Accounts anlegen, nur um mir verschiedene Profile anschauen zu können. Ach so, keine Ahnung, ob Online-Dating eine gute Idee ist. Ich weiß nicht mal, was ich eigentlich suche. So, dann 10 Tage später. Ich mag nicht mehr. Der heutige Tag hätte schlimmer nicht mehr sein können. Erst habe ich von Theo erfahren, dass unsere Eltern uns seit Jahren anlügen. Uns erzählen sie, mein Cousin Eric hätte sich in einer Sekte angeschlossen, dabei haben seine Eltern ihn vor die Tür gesetzt, als sie erfahren haben, dass er schwul ist. Ich brauche nicht darüber nachzudenken, mich in dieser Familie von Schwach-Martin zu outen. Oh krass, jetzt wissen wir endlich, was mit diesem Theo passiert ist, ne? Mhm. Zweite Horror-Nachricht des Tages. Nee, also nicht mit... Also warum er plötzlich weg ist, ne? Ach nee, nee, ich meine den Eric, den Cousin, genau, nicht mit mir. Ja. Genau. So. Genau, Theo ist der ja noch da war. Ja. Genau. Zweite Horror-Nachricht des Tages, Alice zieht weg. Sie kann an der Uni ihre Träume ein Auslandssemester machen und natürlich geht sie hin. Und zwar schon bald. Die einzige Person, die mich von dieser furchtbaren Stadt wirklich kennt und unterstützt, haut ab. Ich habe es nicht mal, mich für sie zu freuen, obwohl ich das sollte. Mhm. Vorletzte Nachricht vom 29.01. In 2 Tagen werden ich 18. Ich glaube nicht an Gott, aber heute habe ich für ein Zeichen gebetet. Okay. Irgendetwas soll passieren. Irgendetwas, das mir sagt, geh. Lass dir die anderen egal sein. Lösch sie aus deinem Leben. Lass alles hinter dir. Nimm nichts mit. Kein Andenken, keine Männerklamotten, kein Telefon. Wirf alles weg. Fang nochmal von vorne an. Okay, das würde wahrscheinlich erklären, warum wir dieses Telefon haben. Ja, okay. Stimmt. Und außerdem auch, also er hat ja ein Motorrad geschenkt bekommen und dann ist er vielleicht damit weggefahren, ne? Okay, so, letzte Nachricht. Ja. Am 31.01.2016. Mitternacht ist vorbei. Oh, jetzt habe ich auch eine neue E-Mail bekommen. Mitternacht ist vorbei. Seit 5 Minuten bin ich 18. Meine Eltern können mir jetzt nichts mehr vorschreiben. Ich bin erwachsen. Ich würde gern sagen können, ich bin eine starke, unabhängige Frau.
aber ein Transmädel, das in mehreren feststeckt, trifft es wohl eher. Oh Mann. Wenn ich es noch einen Tag länger an diesem Kaff aushalten muss, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Okay, das ist die letzte Nachricht. Und jetzt haben wir eine neue E-Mail von Alice erhalten. Alice! Ja, aber warum haben wir schon geantwortet? Ah ne, es sind einfach zwei E-Mails von ihr. Ja, warte, ich gucke gerade, welche die ältere ist. Warte mal. Die kamen beide zur gleichen Zeit an. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, die obere ist die erste. Ist ja ein E-Mail-Thread. Also. Moment mal. Hä? Ah nein, das ist eine Antwort. Wir haben ihr zuerst geschrieben. Ja, warte mal. Der sitzt gerade irgendwo und hat geschrieben. Und wir sehen das jetzt nur, weil wir in seinem Postfach sind. Aber er hat das ja nicht von dem Handy aus geschrieben, sondern von irgendwelchen anderen Devices. Mhm. Ah, wie cool. Gerade jetzt simultan. Mal gucken, ob das neue Passwort Erwähnung findet in seiner E-Mail. Mal gucken, ja. Also, willst du zuerst? Weil die E-Mail hat er ja auch gekriegt, ne? Also er kann da scheinbar immer noch sein E-Mail-Postfach lesen. Okay, also, ich lese vor. Hey Alice, also es schreibt jetzt Sam, ne? Ich sitze im Computerraum im LGBT-Zentrum in Kovonia und schreibe dir. Ah, es ist schon die neue Stadt, ne? Hm. Ich bin vor kurzem erst angekommen, aber ich möchte mir hier ein neues Leben aufbauen. Das war eine sehr spontane Entscheidung, vielleicht sogar ein richtiger Kurzschluss. Aber ich habe mein Leben in Melren einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Du warst die Einzige, die noch hinter mir stand. Und als du dann gesagt hast, dass du aus Melren wegziehst, das war für mich echt nicht leicht. Ich muss gestehen, du hast recht. Ein Datum ist für mich etwas Wichtiges. Ich halte immer Ausschau nach einem Wink des Schicksals oder sowas. Ich habe so sehr auf ein Zeichen gewartet. Und dann schenkt mir mein Vater zum Geburtstag ein Motorrad. Ein Motorrad. Das musste doch ein Zeichen sein. Alles, was mir gefehlt hatte, war ein Ausweg. Und da war er plötzlich. Also habe ich gesagt, ich mache eine Testfahrt und dann bin ich abgehauen. Ich fühle mich unglaublich erleichtert. Ich habe mich nicht mehr wiedererkannt in meinem alten Leben. Weil ich alles auslöschen wollte, was gewesen ist, habe ich mein Telefon einfach weggeworfen. Aha. Ohne lange darüber nachzudenken. Naja. Das war vielleicht ein bisschen doof von mir. Jedenfalls kannst du mich im Moment nicht anrufen, aber ich schicke dir meine neue Nummer per E-Mail. Versprochen. Mittlerweile geht mir auch auf, dass mein Telefon gar kein Passwort hatte. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn es irgendjemand findet und daran herumschnüffelt. Sehr schön. Alles, was da drin steht, sind nur Überreste eines Lebens, das nicht mehr meins ist. Ich sende dir Grüße und hoffe, dass du es du hast es gut. So, und jetzt schreibt Sam, was ein bisschen komisch ist, die E-Mail kam, jetzt schreibt Alice. Kam 3:01 Uhr an und Alice antwortet direkt danach, also die konnte sehr schnell schreiben. Hey Sam, ich freue mich, dass du all deinen Mut zusammengenommen hast und in ein neues Leben aufbrichst. Auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, bin ich immer für dich da. Wegen deinem Telefon, da mach dir mal keine Sorgen, wenn es einer findet. Das Wahrscheinlichste ist, dass er alles löscht und das Telefon für sich behält. Ist immerhin so gut wie neu. Wenn es ein ehrlicher Finder ist, wird er wohl ein bisschen herumstöbern und herauszufinden, wem das Telefon gehört. Dabei wird er auf die Gründe und die Geschichten stoßen, die dazu geführt haben, dass du Melren verlassen hast. Und dann wird er ebenfalls den Inhalt komplett löschen, um dir zu helfen, die Spur und deine Flucht zu verwischen. Oh, jetzt können wir das machen. Stimmt, das konnte man irgendwo, ne? Wir können in den Einstellungen die Daten löschen. In den Einstellungen, ja. Ja, damit ist das Spiel jetzt rum, oder? Ja, krass. Ja, ich denke schon. Wie cool. Ja, dann machen wir das doch. Löschen wir die Daten. Ja, die Folge ist auch schon ein bisschen länger geworden. Ja, ist doch ein schönes Ende. Dafür. Ja. Ja, dann. Warte mal, lass uns mal durchgehen. Also Kalender hatten wir, Kanarichten. Nee, brauchen wir gar nicht gucken, ne? Wir haben es. Also ich sag mal so, wir haben diese ganzen Forengeschichten noch nicht gelesen, aber ich denke, wir wissen jetzt auch schon genug. Ja, jetzt ganz ehrlich, da gibt's Kategorie Dampf ablassen. Ja. Also gut, da wird man. Schönheit. Da gibt es sicherlich noch mal ein paar interessante Einblicke, weil dort Leute geschrieben haben, wie was für ihre Erfahrungen sind, ihre schlechten Erfahrungen, ne, was sie durchgemacht haben und so. Aber das ist dann vielleicht etwas für die Leute, die das Spiel dann kaufen und das selbst noch spielen. Ja, also genau. Das ist ja nicht teuer, ne? Kann man ja wirklich mal irgendwie an einem Abend wegspielen. Genau. Wenn man nicht so spielt wie wir. Cool. Na dann, also, ich würde sagen, löschen wir die Daten, oder? Ja, warte. Ich muss noch mal kurz. Okay, also Einstellungen und dann Daten löschen. Ne?
sollen wirklich alle Daten gelöscht werden. Achtung, der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja. Ja. Machen wir, oder? Okay. Danke fürs Spielen. Ha! Cool. Jetzt kommt, das Logo und wer alles mitgemacht hat. Also die Credits laufen jetzt hoch. Wie schön. Das war cool. Das war echt schön. Ha! So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben 4 Stunden gespielt. Hanna Ohlrogge hat es ins Deutsche übersetzt. Das finde ich sehr gut. Storepage für die Leute, die das interessiert sind, es kostet 2,99 Euro. Und das ist sehr witzig. Es gibt ein Queer Games Bundle 2. Da sind anscheinend ganz viele Spiele drin, die sich mit ähnlichen Themen befassen. Ja. Also wir müssen mal gucken. Es gibt einen zweiten Teil von dem Spiel, ne? Ja. Und also ich hätte da schon Interesse. Ja. Können wir ja vielleicht als nächstes oder übernächstes oder so spielen. Genau. Ich würde sagen, da könnt doch einfach mal die netten Zuhörer uns schreiben, ob das ihnen Spaß gemacht hat. Und wenn ja, wenn da irgendwie Feedback kommt, so dass es cool war, dann können wir gerne das andere Spiel spielen. Das heißt Another Lost Phone, Laura's Story. Aber bevor wir jetzt zu viel versprechen, ich will noch mal kurz gucken, ob das auch in Deutsch verfügbar ist. Ja, okay, also es wäre auch in Deutsch verfügbar. Da könnten wir also auch noch mal weiterspielen, wenn Interesse besteht. Ja, wenn nicht, spielen wir es halt ohne Interesse, ganz ehrlich. Ja, na, ich sag das jetzt mal so, ne? Jetzt, wir kriegen ja sowieso nicht so mega viel Feedback, ja. Also es ist nicht so, dass uns jede Woche hier hunderte Nachrichten erreichen. Aber ich glaube, wir sind auch nicht ganz der beliebteste Podcast in Deutschland. Noch nicht, ja. Aber wir haben auch gerade erst angefangen und kann auch alles werden. Genau. Stimmt. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich hier sehe, ist. Explore the social life of Laura in this spiritual sequel to a normal lost phone. So, also es könnte sein, dass es um sich ganz andere Themen dann dreht, ne? Also das Social Life könnte ja irgendwie dann so ein bisschen in Richtung, ich gehe da jetzt gerade von Black Mirror aus, weißt du, die ja auch so Internet-Themen unter die Lupe nehmen muss. Aber mal gucken. Wäre ja jetzt, also erstmal genauso spannend, oder? Also Ja, genau. Machen wir noch kurz die Endbesprechung und dann stimmen wir durch, hä? Jawohl. Ja. Toll. Ja. Und Scheiß. Also ich fand das jetzt erschreckend attraktiv, das Spiel, wie es mit diesem, man klickt ja nur, ne? Ja. Konzept umgegangen ist. Ja. Weil, ich glaube, das hast du in irgendeiner Folge vorher schon mal erzählt, weil es irgendwie ein bisschen logischer, die ganze Sache von, hey, du bedienst ein Telefon einer anderen Person rüberbringt. Ne? Also das andere Spiel, das wir so telefonmäßig gespielt haben, hat ja so getan, als würdest du mit deinem eigenen Telefon mit einer anderen Person Kontakt haben. Ja, das war das Zombie-Spiel, ne? Genau. Und an manchen Stellen schon beim Spielen damals haben wir ja gesagt, es ist jetzt aber irgendwie ein bisschen fake, ein bisschen komisch fühlt sich's an oder es ist unlogisch. Manches. Ne? Ja, zum Beispiel, dass Wir zum Beispiel nicht einfach eine Route auf Google Maps schicken oder genau. Ein Bild von irgendwas oder genau. Eine Audionachricht oder sonst was. Ja. Und das ist nicht schlimm, macht trotzdem Spaß das Spiel oder hat Spaß gemacht. Aber ich finde, das hier ist irgendwie anders. Hatte ich bisher nicht gespielt. Das ist nicht das Kreativste auf der Welt, aber irgendwie doch recht unique. Irgendwie, ich habe bisher sowas noch nicht gespielt. Also mhm. Und ich fand das ganz cool, dass man sich frei auf dem Telefon rumbewegen kann. Ja. Und da halt irgendwie schon fast so ein Detektivspiel spielt, ne? Auf jeden Fall. Und, also ist ganz, ganz cool gemacht. Und halt verschiedene Medien, ne? Also E-Mail und Kurznachrichten und Bilder und hier Postleitzahlen und dass der Rechner dann plötzlich sich noch als was entpuppt und so. Super cool. Text ist irgendwie ganz wahrscheinlich yuppiehaft gewollt geschrieben irgendwie, aber es ist irgendwie fühlt sich treffend an irgendwie. Aber ich fand die super geschrieben, ja. Also genau. Sehr authentisch so. Und man liest nicht nur, ne? Ist nicht nur so ein passives Ding. Du machst aktiv Sachen auf dem Telefon, ja. Ne? Das ist ganz cool. Also überhaupt fand die Texte auch super, fand die sehr glaubwürdig auch. Genau. Und ja, also super cool. Und ich mochte es auch, dass keiner gestorben ist.
weil irgendwie... Ist das so? Naja, in jeder Geschichte, also in so viel Geschichte muss immer einer sterben, damit Leute mal aktiv werden, das sind diese ganzen Krimis und so. Und wenn jetzt hier das Ding anfängt mit, ja, ey, wo ist denn Sam? Also so fing sie an, ja, wo ist er denn hin? Das stimmt, aber ich glaube, andere sind gestorben, oder? Ist nicht irgendwie ein Onkel oder sowas? Bin mir nicht sicher. Nee, hier, die wollte sich umbringen, aber hat sie ja nicht dann gemacht. Ja, aber ist nicht irgendein... Ah, ist naja, egal. Ich hab schon also auf jeden vergessen. Fall, weiß ich mal, es ist halt keine Krimi-Geschichte, sondern es ist halt so eine, ja, es ist halt schon interessante Geschichte und vor allem auch ein sehr interessanter Einblick in so die Gedankenwelt, ne? Weil ich meine, so oft, also ich bin jetzt noch nicht mit so viel Transmenschen in Berührung gekommen. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz gutes, ja, eine schöne Geschichte, die so auch wirklich aufzeigt, mit was für Problemen man da zu kämpfen hat, ne? Stimmt. Also ich meine, wir kennen das ja in einer Promilleform davon so ein bisschen. Wir sind ja an Computern und so schon immer interessiert gewesen und das war ja in der Schule früher jetzt nicht so das Hipste. Wenn du gesagt hast, ja, ich spiele gern oder beschäftige mich gern mit Computern und sowas. Und ich weiß, also noch heute gibt es ja auf dem Chaos Computer Kongress so dieses Motto, endlich normale Leute, ne? weil das ist halt so ein Ding, wo du hingehst und wo für 3-4 Tage lang nur wirklich Nerds aufeinander hängen, mhm, und die sich halt austauschen und halt irgendwie ja Sachen machen können und sie genauso dieses Gefühl haben, okay, ich kann mich halt mit meinem Thema, was ich habe, dass ich weiß ich nicht, mein Linux selbst programmiere oder whatever für 3 Jahre und das meine größte Freude im Leben ist oder sowas, fühlen sich da halt verstanden. Ne? Nur ist es ja aber so, dass wenn man jetzt irgendwie ein Nerd ist, wird man ja vielleicht ein bisschen komisch beäugt manchmal, aber hat ja nicht so ein fundamentales Problem, dass man sich nicht gut in seinem Körper fühlt oder irgendetwas möchte oder nicht möchte und dann komplette Verachtung bis hin zu Gewalt erfahren kann. Also und da gibt das Spiel ja echt einen schönen Einblick, ne? Ich muss nur sagen, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das wirklich ist, wenn man so aufwachsen muss. Das ist schon krass. Also ist zwar ein sehr schönes Spiel und auch sehr schön geschrieben, aber ich glaube, wenn man mal da tiefer reingeht so und sich da mal mehr reindenkt, dann ist das schon ein harter Brocken auch. Mhm. Ja. Also ist auch mal ein interessantes Thema. Also zumindest für uns zwei, die da nicht drin hängen. Ja. Ja, und ich glaube, das geht vielen so. Also auf der einen Seite für vielleicht Leute wie uns, die da jetzt nicht so viel Kontakt sonst haben und da mal so einen Einblick bekommen. Und aber auch für Leute, die vielleicht, also ich stelle mir gerade vor, ich bin irgendwie 15 und weiß nicht so richtig, genau, bin halt so verwirrt wie Sam und spiele dieses Spiel und denke mir plötzlich so, ja, genau, das ist es. Genauso fühle ich mich auch. Also das muss ja ein Aufweckungserlebnis sein, so ein Spiel zu haben, wenn man selbst noch sehr unsicher ist und gar nicht so richtig weiß, was ist denn jetzt eigentlich los. Ich denke auch, also es wirkt glaubwürdig, so aus meiner Sicht. Ja, sehr schön. Also aus toll. Der unwissenden Sicht. Ich muss aber sagen, wenn ich das jetzt jemand empfehlen würde, ne? Ich würde eigentlich ungern sagen, um was es da geht, weil das ja auch schon eine schöne Überraschung ist, ne? Und das zu entdecken und sowas. Aber gleichzeitig kann es ja auch ein guter. Gleichzeitig haben wir alles gespoilt. Ja, ne? Also, ja, man kann es eigentlich so sagen, ja, spiel das halt mal. Einfach so, mach das. Genau. Cool. Vielleicht hören diese Folgen alle nur Leute, die sowieso irgendwie das Spiel nicht spielen können oder wollen. Obwohl, es gibt es auf vielen Plattformen, ne? Also wir haben es jetzt über Steam gespielt. Mhm. Aber ich glaube, es gab es auch auf iOS und Android. Ja, cool. Und eine letzte Sache will ich noch kurz gucken. Oh, wir haben aber nur 11 von 13 Achievements bekommen. Wir haben nicht alles erkundet. Rede bitte nur von dir selbst. Wieso? Hast du mehr? Ich habe alle. Nein. Ich habe 13 von 13. Bitte? Naja, sicher. Was hast du bitte gemacht, was ich nicht gemacht habe? Ich weiß nicht, welche dir fehlen. Übrigens, falls die Leute sich wundern, warum ich hier ab Simon einfach so quatschen lassen, die letzten 2 Minuten. Ich habe den Nachfolger des Spiels einfach schon mal gekauft und installiert. So nämlich. Ja, cool. Und jetzt, wie sehe ich denn jetzt aus? Wie jemand, der auch gleich 95 Cent in die digitale Irapsche nimmt und es auch kauft.
Okay. So, jetzt sag mal, welche Achievements du nicht hast und dann können wir diese Folge echt begraben. So, Falk, jetzt kommen wir hier mal zum Punkt. Es gibt nämlich ein Achievement, das heißt Reset. Und das ist Erase the phone's data without uncovering the secret. Ja, das habe ich jetzt gerade noch so zwischendrin gemacht. Einfach Spiel neu starten und jetzt nach dem ersten das, ja. Fertig. Nächstes. So, was hast du noch nicht? Use the shortcut to go to the top or the bottom of a conversation 10 times. Ah ja, gut, das habe ich ja ständig benutzt. Okay, das habe ich nicht gemacht. Das ist dieser kleine Pfeil, über den wir ja noch erwähnt hatten, weißt du, wo du. Ich bin ein Slow Scroller. Offensichtlich, ja. Aber okay, da muss ich jetzt mal eine kleine Kritik machen, ne? Das bedeutet ja, ich kann nicht alle Achievements bekommen, indem ich das Spiel so spiele, wie es eigentlich gedacht ist. Und zwar halt alles entdecken. Wieso nicht? Na, weil das Achievement ist, dass du eben das Spiel nicht durchspielen darfst und die Daten löschen musst. Ja, unter Spielentwicklung sagt man Replay Value. Nee, finde ich nicht gut. Der genau aus 10 Sekunden besteht. Spiel neu starten, Telefon löschen. Genau, was soll das? Ja, das ist ja nichts. Und das Spiel neu starten, das darfst du ja eigentlich auch nicht. Weißt du, im Sinne jetzt von. Jetzt richtig nicht so auf. Wenn du die Geschichte ernst durchleben willst. So, okay. So, 1 von 10 Sternen. Nee, sorry. Also das gute Feedback von vorher ist alles okay, aber dieses Achievement-Ding finde ich nicht gut. Nee. Ich finde, es ist auch mit 1,95 Euro ganz schön teuer. Ja, genau. Genau. Nee, okay, super. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Belassen wir es dabei, gell? Genau, belassen wir es dabei. Hoffentlich hat es euch auch gefallen, liebe Zuhörer. Hoffentlich habt ihr auch Bock auf das nächste Spiel dieser Art. Und mal gucken, was wir als nächstes spielen. Genau, mal sehen. Wir wissen selbst noch nicht. Genau, mal gucken. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Schön war's, Falk, mit dir. Mit dir auch, Simon. Oh ja, Falk. Tschüss. Tschüss.